Die Leute minimieren meine Zeilen aufs Geringste, weil ich meinen Stuff nicht strecke, sondern Rap verbinde. Alles ist verloren, wenn man nichts macht. Darum schreibe ich meine Zeilen fresher als ein Tic-Tac-Vertreter, als ein Flick-Flack im Schneidersitz, ein Schwarzer, der die Rhyme kickt. So dope verpackt, dass selbst ein Bungee von alleine springt. Führe parallele Flows im Hinterkopf und wenn das Blut in Form von Tinte in die Feder tropft, ist das Blatt an dein Kopf und die Zeilen sind dein Puls, Junge. Übe neben Wissen, dich auch in Geduld. Rap intensiv als Therapie im Krisengebiet. Dieses Chaos in uns selbst erzeugt diese Chemie. Wir laufen blindlings im Kreisverkehr. Wir verkaufen auch indische Preisebären, instinktiv heimgekehrt. Und wenn das alles was für dich ist, hau den Track zu deinem Equipment und spit mit. Ich reich den Joint weiter und bekomm sofort wieder den nächsten. Träum weiter, ich kaufe mein Ort bei einem Chinesen. Ich chill mit dem und dem, als wär noch nie etwas gewesen. Hab kein Problem damit, wenn du mir sagst, du bist vergeben. Für mich ist das mein Leben, ich will nur etwas bewegen. Und selbst wenn es nicht klappt, dann versuch ich's halt in Schweden. Verstehst du? Mit mir kannst du über alles reden. Vertrau mir wie ein Raubtier und ich baue mit dir was auf hier. Alles ist verständlich und irgendwann wird's brenzlig. Keiner ist so menschlich, deswegen sei nicht ängstlich. Und zeig mir von Anfang an, was du für ein Mensch bist. Und endlich seh ich die Seite, die mir noch so fremd ist. Wie Englisch verdränge ich die Wörter, erörter meinen Körper und machen diese Zeilen für euch hörbar. Ihr seid alles kleine Würmer auf der Welle wie ein Surfer. Und ich chill mit ab, die Folge stormt im Taxi. Was du hörst, ist eine spontane Session, denn ich hab zwei geladene Gäste bei mir im Haus. Wir düben Kraut und liefern dir brutale Action. Ich würde meinen Arsch drauf wetten, uns kannst du mit deinem Bars nicht treffen, weil wir schon seit Jahren flexen, aber dabei nie an Gage denken. Schlaftabletten deinesgleichen häng ich auf wie Fahrradketten, doch battle nicht wie bei Straßenkämpfen, sondern mit mentalen Kräften. Nur falls sie diese Sprache sprechen und das hinter der Fassade checken, können sie klar erkennen, was für ein Monster ich gerade entfessel. Während andere nur Phrasen brechen und ihre Suppe mit einer Gabel essen, bin ich jeden Tag am Rappen und kann Gedanken locker in die Tat umsetzen. Wenn du eine Ahnung hättest, wie viel Zeit ich für den Kram aufwende, würdest du die weiße Fahne schwenken und das Mic an den Nagel hängen. Deinen Fokus auf andere Bahnen oder Pfade lenken, dich geistig durch Türen mit schmaleren Gängen zwängen. Um Schaden zu begrenzen, solltest du keine dummen Fragen stellen. Wäre jeder hätte in der Lage zu verstehen, was ich vermittel, würde das den Kunstrahmen sprengen.